Lernen, weil sowas gibt's nur beim Schichtel, nur wir haben das. Der Spanferkel in Dirndl, unser allerbeste, einzige, wunderbare Biggie. Ja, sowas hätte ich der Metzger gerne im Schaufenster. Sowas gibt's aber nur beim Schichtel. Sowas ist einmalig und viermal am Tag was Warmes. Ein Geschenk der Natur an die Menschheit. Wenn du mal die von hinten auf der Vespa hocken siehst, dann weißt du mal, was Bremsbacken sind. Aber heute ist es egal, heute haben wir Grund zu feiern. Heute, an diesem wunderbaren Sonntag, heute. Heute hat unser Biggie Geburtstag und ich sage auf geht's, Glückwunsch. Alles Gute, Biggie. Kilo werden 340 Pfund heute, ja, das geht. Und derweil wollten wir uns schon längst einmal trennen. Aber dann ist leider nur sie auseinandergegangen. Jetzt haben wir das Dilemma. Die, wenn er mich stirbt, die kommt gar nicht in den Himmel auf, die passt nicht mehr durch so ein Zornloch. Ja, liebe Schiedelkabinett, darf ich vorstellen, das Publikum. Liebes Publikum, das Schiedelkabinett, das ist mir. Ja, vielleicht sind andere schneller, aber wir haben begnadigte Körper. Und ich stelle euch vor, weil auch heuer haben wir für euch glätzen ein sensationelles Programm. So geht's los, zu uns gereist von ganz weit her an meiner Seite, Kevin Rindbremer-Deng und Chantal Blechmeier. Mit einer einzigartigen, hervorragenden Nummer akustischer Art und Weise. Die machen Musik auf der Bühne vom Schichtel. Wer sich von euch traut, darf sogar mitmachen. Mit der Nummer sind sie so erfolgreich, damit sind die gerade auf Welttournee. Las Vegas, Blattling, Verona, Schichtel. Das ist Champagner für die Emotionen, Kaviar für die Sinne. Und ich versprich's euch, da hört sogar euer Tinnitus auf zum Pfeifen mit den Spulen. Darum geht's rein, probiert es aus für euch im Schichtel. Kevin und Chantal. Und dann kommen wir zu ihr, unserer bildhübschen, bezaubernden Elvira und ihren legendären Schmetterlingstanz. Die junge Dame war jahrelang Saftschlepperin bei der Lufthansa. Jetzt ist sie Luftschlepperin in dem Saftladen da. Ihre Flügel hat sie sich geliehen bei Red Bull, bei denen heißt es Shitwings. Wir sagen dazu Kotflügel. Und damit fliegt sie, segelt, macht und tut und tut und tut und tut und tut. Nein, tut die gut. Elvira! Und dann kommt das Original, die größte Viecherei auf der ganzen Wiesn. Die Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne mittels Guillotine, also. Dem Fallbeil! Dem Fallbeil. Jawohl, ein Schädelhammer runter, egal ob Mensch oder Preis. Da könnt sich alle das Bier danach direkt in den Hals schütten. Und dem Schichtel seitdem brauche ich nicht mehr gescheit Zeit, da war die Natur schon gemein. Merengo! Und hier, diese charmante Dame, sie hat euch drüber runter. Eine Frau so scharf wie ein Rasiermesser. Das ist die Tochter vom Ringo, die Tante vom Hamperer, meine Cousine und die Besitzerin vom Kühlhaus. Die Schichtlin! Ist noch nie ohne Dünger rausgekommen, weil er reingegangen ist. Unmöglich! Weil wer so blöd ist, dass er da reingeht, der kann nichts verlieren. Aber lernen! Rein kulturell sind wir Zentrifuge. Wir hauen euch weit vor, nicht übers Ohr. Und wenn kurz an der Kasse, schau mal, 20 Euro ist der Eintritt wert. 4 Fußge verlange ich bloß. Da könnt ihr aber anders nicht einmal Horschen einlassen. Dann nehmen wir den ganzen Schädel runter. Wer die 4 Fußge nicht mehr hat, ist egal. Langsam nach bei den Taschen. HC des Pulver kommt an. Das nicht bloß die Köpfe, sondern auch der Rubel rollt. Also rennspaziert, Schichtel ausprobiert. Ich habe fertig.